Was geht ab, liebe Leute? Damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf dem Kanal. Wir spielen jetzt auf der PlayStation 4 Call of Duty Modern Warfare Remastered. Ja, den Singleplayer kann man schon einen Monat vor Release zocken. Multiplayer und Call of Duty Infinite Warfare wird dann natürlich erst im Release des Spiels freigeschaltet. Und das werden wir natürlich dann auch anzocken. Also COD 4 Multiplayer werden wir dann anzocken, sobald er freigeschaltet ist. Und den Singleplayer und Multiplayer von Infinite Warfare will ich auf jeden Fall auch mal mit euch gemeinsam anzocken. Wie gesagt, das ist dann Anfang November der Fall. Jetzt zocken wir erstmal die Kampagne von COD 4 durch. Und für mich ist COD 4 eines der besten Call of Duties, sowohl im Singleplayer als auch im Multiplayer. Deswegen freue ich mich sehr auf dieses Spiel. Leute, neues Projekt. Wenn ihr möchtet, lasst am Ende des Videos gerne eine Bewertung da. Unterstützt das Projekt, wenn ihr mehr sehen wollt von Call of Duty, wenn ihr Bock habt auf das Projekt. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr korrekt von euch. Danke dafür. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Los geht's! Erst die guten Neuigkeiten. Die Welt ist im Top-Zustand. Ein Bürgerkrieg in Russland. Loyalisten der Regierung gegen Ultranationalisten Rebellen und schlappe 15.000 Atombomben. Also nur ein normaler Arbeitstag. Khaled al-Assad, im Augenblick der zweitmächtigste Mann im Mittleren Osten. Es heißt, er hat das Öl, hier der King zu werden. Die Aufklärung hat ein Auge auf ihn geworfen. Und die schlechten Neuigkeiten? Heute stößt ein neuer Typ zu uns, frisch aus der Grundausbildung. Er heißt Soap. Schön, Sie zu sehen. Nehmen Sie eins der Gewehre vom Tisch. Okay, doki, machen wir doch. Der Neue. Sie kennen das Spiel. Auf zur ersten Station und mit dem Gewehr zielen. Alles klar, machen wir. Zauberhaft. Okay, schießen Sie jetzt aus der Hüfte auf die Ziele. Nun zielen Sie mit Ihrem Gewehr, Soap. Also, schießen Sie jetzt mit der Zielvorrichtung auf jedes Ziel. Jetzt werden die Ziele von etwas Sperrholz verdeckt. Kugeln werden dünnes, schwaches Material wie Holz, Putz und Blech durchschlagen. Schießen Sie durch das Holz auf die Ziele. Gut. Hier tauchen nacheinander Ziele auf, eins nach dem anderen. Treffen Sie alle so schnell wie möglich. Kein Problem hier für den Neuen. Wirklich gute Arbeit, Kumpel. Holen Sie sich nun eine Pistole. Dankeschön. Watermelon. Hast du es gesehen, Gas? Ist er nicht so begeistert anscheinend, der Kollege. Gut, jetzt wechseln Sie auf das Gewehr. Ziehen Sie jetzt Ihre Pistole. Denken Sie dran, zur Pistole zu wechseln ist immer schneller als nachladen. Sauber, Ihre Obsttötungsfähigkeiten sind erstaunlich. Captain Price möchte Sie sehen. Dankeschön. Alles klar, Gas. Ja, auch bekannte Stimme, oder? Das ist die Stimme von Dexter, aus Jacket Dexter. Da spricht er ein kleines verzaubertes Wiesel hier in Soldaten. Passt schon. Ja, geht alles in Ordnung. So, beende den Hinderniskur. Kur vor allem. Hinderniskurs. Den wollen wir auf jeden Fall machen, ja? Also, der hat Bock gemacht damals. Er wird sicher begeistert. Das geht ab, Jungs. Es sieht schon echt gut aus, oder? Remastered? Sieht's nicht schlecht aus. Nice. So, hier sind wir richtig. Er ist der Neue, Sir. Nehmen Sie nicht zu hart ran. Es ist ein erster Tag. Also was ist Soap überhaupt für ein Name? Wie hat einer wie Sie überhaupt die Grundausbildung geschafft? Soap, nun sind Sie mit dem Häuserkampf dran. Alle anderen ab zur Beobachtung. Für diesen Test müssen Sie das Frachtschiff in weniger als 60 Sekunden meistern. Gas hält mit 19 Sekunden den aktuellen Rekord. Viel Glück. Über die Leiter da drüben. Okay. Jetzt gib dir Mühe, Marcel. Blamier dich nicht wieder. Blamier dich nicht. Okay. Schauen wir doch mal. Nehmen Sie die MP5 und 4 Blendgranaten auf. Auf mein Zeichen aufs Deck und zur Position 1. Danach die Treppen runter auf Position 2. Dann zur Position 3 und 4 und meinen Anweisungen bei jeder Position folgen. An das Seil, wenn Sie bereit sind. Ich bin bereit, Sir. Los, los, los! Los, 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 Jungs! Die Ziele.
Position 2, los! Treffen Sie die Ziele! Blendgranate durch die Tür! Position 4, treffen Sie die Ziele! Viel zu langsam! Position 5, los! Treffen Sie die Ziele! Viel zu langsam! Los! Blendgranate durch die Tür! Viel zu langsam! Treffen immer Sie noch! Die Ziele. Finale Position, los! Rennen Sie zum Ziel! Okay, Soap, genug, das muss reichen! Die Leiter rauf, wenn Sie noch eine Chance wollen. Ansonsten kommen Sie zu den Monitoren für eine Analyse. Reicht schon. Gentlemen, die Frachtschiffmission läuft. Machen Sie sich bereit. Wir starten um 0200. Wegtreten. Sollten empfohlen. Okay, alles klar. Ja. Bravo, Team. Die Infos kommen von unserem Informanten aus Russland. Das Paket ist an Bord eines Frachters. Estland Registriernummer 52775. Ein paar Mann Besatzung und Sicherheit an Bord. Irgendwelche Weisungsregeln? Besatzung entbehrlich. Baseplate, hier Hammer 2-4. Wir haben Sichtkontakt zum Ziel. Noch 60 Sekunden. Verstanden, 2-4. Okay, Leute. Boah, das war damals so geil, Leute. So geil. Letzte Runde. Gang gesichert. Was man hier auch machen kann, ist die Leute im Schlaf verstechen. Auch schon übel, aber. Das sind ja Bösewichter. Ja, das sieht richtig gut aus als Remaster-Version. Nicht schlecht. Die haben sich echt Mühe gegeben. Und nicht nur... Und nicht nur ein bisschen schärfere Texturen, sondern... Die haben das komplett überarbeitet. Geil. Ich sehe sie. Waffenfreigabe. Ja. Ziel neutralisiert. Erledigt. Na klar. Kein Problem. Wir haben Gesellschaft. Wir sind so oben in den Fenstern. Hammer 2-4, wir haben Ziele im ersten Stock. Verstanden, wir greifen an. Haut sie weg, Jungs! Bravo 6. Sauber. Okay, Leute, Jungs, wo lang? Hier. Oh yes, yes, pack die Pumpkin aus, so muss es sein. Ich hab leider nur eine Pistole als Zweitwaffe. Auf ein Zeichen, los! Überprüft eure Ecken. Die Ecken überprüfen. Links sicher, rechts sicher. Gang gesichert. Jo, sicher. Ey, was drückt? Warum drückt er mich weg? Alles klar, ich soll doch vorgehen. Bewegung rechts. Boah! Der Sound ist geil von der MP5 mit dem Schalldämpfer.
gesichert. Auch eine meiner absoluten Lieblingswaffen im Multiplayer. So, nehmen wir mal die AK mit. Bereit, Sir. Vorwärts. Bereit halten, auf mein Zeichen. Bin bereit. Blendgranate rein. Und stürm, stürm, stürm. Die AK-74U ist natürlich auch eine nice Waffe. Hinter euch! Sag mal, seid ihr dumm? Was ist los mit euch? Wie dumm war das denn jetzt schon wieder? Gas, rechte Seite. Bin dran. Okay, Jungs. Meine Seite ist sicher. Los! Links sicher. Bewegung. Bewegung rechts. Ey, wie die mich immer wegdrängen hier, das ist doch... Wow! Miesen Schweine hier. Vorwärts. So, jetzt aber hier. Hat er genug? Der hat genug, ja. Vorderer Bereich sicher. Bewegung. Rechts sicher. Links sicher. Formieren. Formieren, ja, Captain Price, Alter. Geile Sau, der Typ. Richtig geiler Typ. Mini-Uzi können wir auch direkt mal ausprobieren. War eigentlich auch ganz nice im Multiplayer damals. Den habe ich wirklich sehr, sehr viel gezockt. Aber das ist ja auch schon... Jetzt ordentliche Jahre her, Alter. Wann kam das raus ursprünglich? Ich glaube 2007 kam das ursprünglich raus, das Spiel. Und das ist natürlich schon eine Zeit her, oder? Wer ist Feind, wer ist Freund? Es ist doch... Ist der tot? Der ist... Der lebt natürlich noch hier! Im letzten Gefecht liegt er da, die kleine Sau, Alter. Alles. Also das Trefferfeedback ist ganz komisch irgendwie hier, Leute. Das Trefferfeedback ist echt komisch. So, jetzt bin ich natürlich gestorben. Ich lappen. Na, so. Granaten, Gott, Johnny, Action! Wow, von der Seite wieder. Ach, ihr kleinen Mistschweine, ihr Dämlichen. Also das Trefferfeedback ist ein bisschen komisch hier auf den ersten Blick. So, Captain Price. Passen Sie bitte auf, Sir. So. Ist er tot, der Kollege? Was schimmelt der jetzt? So. Zack. Oh, da hinten kommen sie, da hinten kommen sie. Ich probiere es mal mit einer Granate. Ne. Die flog zu weit. Ziel erledigt. Bericht. Alles okay? Ja. Ich empfange starke Signale, Sir. Ein Blick hierauf kann sicher nicht schaden. Das ist Arabisch. Baseplate, hier spricht Bravo 6. Wir haben es gefunden. Bereit, das Paket für den Transport zu sichern? Keine Zeit, Bravo 6. Zwei Flieger sind schnell zu euch unterwegs. Nehmt mit, was ihr könnt und dann nichts wie raus da. Die bewegen sich schnell. Vermutlich Mix. Hauen wir ab. Soap, schnappen Sie sich das Manifest im Container. Los! Bin dabei, Sir. Mal nach oben, Porto. Warcraft Griffin, wie ist euer Status? Sie sind schon im Helikopter, Sir. Feindliches Flugzeug nähert sich. Bravo 6, bitte komm. Bravo 6, wie ist Ihr Status? Scheiße! Was zum Teufel ist passiert?
Das Schiff sinkt! Wir müssen weg! Sofort! Komm, verdammt nochmal! Blackbird, hier Bravo 6. Wir sind auf dem Weg nach draußen. Marsch, Soldat! Wir hauen ab! Zu den Stegen, los, los, los! Bewegt eure Ärsche, los! Bin dabei, Jungs! Ich bin dabei! Ich bin direkt hinter euch! Let's go! Raus, ihr Jungs! Oh fuck. Na los, na los! Also die Optik, ich muss ganz ehrlich sagen, die Optik kann sich richtig gut sehen lassen, finde ich. Für ein Remaster. Für eine Remaster-Version. Bereit, wir sind fast da. Welche Richtung? In welche Richtung ist der Heli? Nach rechts, nach rechts! Wir haben keine Zeit mehr! Los, komm schon! Immer weiter! Wo zur Hölle ist er? Spring, Soap! Fuck! Hab dich! Boah. Wir sind alle an Bord, los! Papa Price passt immer auf uns auf. Ein Wagen kommt. Leute, damals, als ich das erste Mal das gezockt habe, das war, ich weiß nicht, ey, das war damals wirklich so eine kleine Ego-Shooter-Offenbarung. Ich habe den zweiten Teil schon richtig gerne gezockt, COD 2 auch online gerne. Den dritten Teil hab ich auch gerne gezockt, ich war nicht mehr ganz so gut im Singleplayer und auch nicht im Multiplayer. Da gab es übrigens noch Fahrzeuge, ja, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, zumindest so kleine Fahrzeuge. Und ja, ich weiß nicht, das war schon richtig nice. Und dann kam die Ankündigung von COD 4, der erste Trailer. Man dachte sich, scheiße, man, im modernen Krieg, coole Waffen, coole Aufmachung einfach. Natürlich, das Thema ist immer unschön, gerade sowas, wenn man hier sowas sieht hier. Aber die Präsentation damals... Es hat einem schon richtig gut gefallen. Und dann die ersten paar Videos zum Multiplayer. Damals gab es auch eine Beta, soweit ich mich noch erinnern kann, zu COD 4 schon. Was dann Jahre danach nicht mehr so der Fall war. Da kam es ja, glaube ich, mit Black Ops 3 wieder zum ersten Mal. Oder wie? Ich will auch keinen Scheiß erzählen. Auf jeden Fall, COD 4 hat damals so einen Impact gehabt. Und dann auch noch abgeliefert. Gute Zeit, Leute, ohne Scheiß. Ich habe den Titel so krass gesuchtet im Multiplayer-Modus. Ich hatte so schnell...
wie in keinem anderen COD den letzten Rang. Das Goldene Kreuz. Immer suchen, zerstören, gespielt mit Freunden. Singleplayer durchgezockt. Geile Zeiten, ey. 2007, 2006, 2007, 2008 und allgemein so die Zeit damals. So die Gaming-Zeit, was da für Spiele rausgekommen sind. Mann, ey. Leider habe ich das Gefühl, die letzten paar Jahre und so, was dieses Jahr gekommen ist bisher, das kann das nicht halten, ey. Was damals entstanden ist an Serien, Gears of War, Call of Duty hat ein neues Level mit COD 4 erreicht auf jeden Fall, Mass Effect, Bioshock, The Darkness, ach, da gab's so viel, Leute, da gab's so viel. Gute Zeiten, erinnere ich mich sehr, sehr gerne zurück. هكذا ابتدى. Captain Price, Al-Assad hat gerade Präsident Al-Fulani im Fernsehen hinrichten lassen. Die Amis haben Pläne für Al-Assad und für Al-Fulani können wir nichts mehr tun. Aber in weniger als 3 Stunden wird Codename Nikolai in Russland hingerichtet. Nikolai, Sir? Nikolai ist unser Informant bei den Ultranationalisten. Er hat uns die Daten für die Frachtschiff-Operation besorgt. Nikolai ist mitten in der Hölle und wir werden ihn rausholen. Wir vergessen unsere Freunde nicht. Bewegung! Die Loyalisten erwarten uns etwa 1/2 Kilometer nördlich. Abrücken. Gut, Leute, hier ist allerdings erstmal Schluss. Wir machen beim nächsten Mal natürlich gerne weiter. Wie gesagt, neues Let's Play. Wenn ihr das unterstützen würdet, wäre das super. Einfach ein Like da lassen, geht schnell, tut nicht weh, kostet kein Geld. Und unterstützt es wirklich sehr, sehr gut. Danke dafür schon mal, falls es tut. Ansonsten schildert gerne mal eure Eindrücke von der Version in die Kommentare. Habt ihr Lieblingsteil von COD? Wenn ja, schreibt es auch gerne mal in die Kommentare. Bin mal gespannt, was euer Lieblingsspiel ist von den COD-Teilen. Und ansonsten seid einfach beim nächsten Mal mit dabei, wenn es weitergeht. Danke fürs Zusehen, haut rein und tschüss.